brennt. Hallo Kartoffelfreunde, willkommen zur mittlerweile 8. Folge von The Evil Within. Ich musste gerade mal nachdenken. Letztes Mal sind wir von oben unseren Freunden hinterhergesprungen. Und ich glaube, wir hatten nicht mehr so wirklich viel. Ich glaube, ich lade, bevor ich losgehe, mal alles nach. Weil ich vertraue den hier einfach nicht. Nehmen wir die. Okay. Also hier ist wirklich nur gar nichts. Einfach nur Leichen. Gut. Dann drängeln wir uns nochmal durch. Oh, der Gang ist... Oh, böse. Oh, lol, komm. Ich weiß jetzt nicht, was... Oh, der steht schon wieder auf. Jetzt ist er aber tot. So. Hey, Munition für meinen Revolver. Wo gehen wir lang? Das ist ja echt gigantisch hier unten. Oh, wow, die Brüder sind, glaube ich, tot. Ich glaube auch schon eine Weile. Noch ein Toter. Joseph! Wo sind meine Kollegen? Wo sind die? Die müssen doch hier irgendwo sein. Hat er nicht gerade geschossen? Kidman, wo bist du? Oh hier, noch mehr Munition. So. Da unten. Soll ich jetzt da runter gehen? Oh ja, tatsächlich. Oh, I. Eins. Oh, komm schon. Zwei. Na. So. Da sind die. Sebastian. Hallo. So. So. Oh nein, die leben immer noch. Der ist tot. Die verbrennen wir mal alle. Ach, die können wir gar nicht gut. So. Ja, und jetzt? Müssen wir hier durch, oder wie? Nee. Das, ist das ein Regal oder ist das eine Tür? Ach, er guckt sich gerade an. Na, was ist es? Tür? Regal? Von Ikea. Sieht nach Ikea aus. Ist er behindert? Das ist einfach nur eine Eisentür. Bist du völlig geistesgestört? Hallo? Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Das muss ich wahrscheinlich. Nee. Lass fallen, lass fallen, lass fallen. Schade. Weiter jetzt. Wow, wo will er denn jetzt hin, wenn... Hä? Achso, die Tür.
Ah. Hier liegt auch nur Scheiße rum. Ich finde, seitdem ich meine Freunde habe, nicht mehr so gruselig. Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Jo. Alter. Was geht jetzt schon wieder ab? Och nö, oder? Jetzt kam ich gerade auf die Idee zu sagen, es ist doch nicht mehr so schlimm und jetzt. Oh, leck mich doch. Na, Mann. Ich dachte gerade, wäre das Gruselige ein bisschen weg. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellano, Detective Myra Hansen würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit freuen. Am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr im The Veranda Hotel in Crimson City. Freuen. Oh. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Das ist irgendwie jedes Mal das Gleiche. Ist hier noch irgendwas? Wie viele Punkte haben wir eigentlich? Schleimpunkte 1500, das bringt uns nicht viel. Speichert haben wir eben. Weiter geht's. So. Okay, doch, ich glaube, ich speichere doch nochmal aus Sicherheitsgründen. Vielleicht ist ja, passiert ja auch wieder irgendwas Spannendes. Oh ja, tatsächlich. Haben Sie etwas vergessen? Nö. Habe ich einen Schlüssel? Weiß ich gerade gar nicht. Schlüssel die. Ja, wir haben einen Schlüssel. Ach ja, wir können auch noch Munition mitnehmen. Die Tür wollte ich gar nicht öffnen, aber. Oh. Da ist noch was. Da oben haben wir genug. Okay, gut, das war's. So, jetzt haben wir gespeichert und Sachen geholt. Jetzt können wir wieder zurück. So. Toll, warum habe ich meine Freunde jetzt schon wieder verloren? Das ist direkt assi. Das ist echt scheiße. Ah, die habe ich nicht. Gut. Ich will nicht durch die Falle gehen, deswegen gehen wir mal hier runter. Ach so, jetzt kommen wir auf die andere Seite, ja, das. Ist cool. Ja. Wow, das war ja. Und nochmal das gleiche. Ah, jetzt, okay, vielleicht sollten wir speichern, bevor wir. Ja, nachdem wir. Das Ding da aufgemacht haben. Oh Mann, 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 Mann. Den haben wir aufgemacht. Da war das Ding drin. Da oben war noch mehr Munition. Und da war auch noch Munition. So. Jetzt speichere ich nochmal und dann versuchen wir das gleich nochmal. So. Ja. So, 1500 Liberty Delivery bringt uns nicht viel. Deswegen. So. Geht's jetzt weiter. Ach stimmt, die habe ich gleich kaputt gemacht eben.
Irgendwie kommt da nichts. Also die hören sich irgendwie auch an, als ob sie essen würden oder so gerade. So. Was ist da unten jetzt genau? Auf irgendwas bin ich eben getreten. Okay, bleiben die jetzt unten? Anscheinend. Oh, das ist ein Zombie. Da war ein Zombie. Hab ich gesagt. So. Jetzt einmal hier hoch. Jetzt müssten wir im gegenüberliegenden Raum sein. Ja. Oh, das ist eine Truhe. Hä? Man kann aber auch nicht aufhören, die aufzumachen. Toll, jetzt bist du da, aber... Kältebolzen... Ja, ein Sprengkopf, der wahrscheinlich die Hände verlangsamt. Oh, das ist doof. Da, da. Oh, da ist noch eine Spritze. Gut, hier ist auch noch bestimmt was drin. Ja, Glimmery Debris. So. Ja. Was ist, wenn ich hier drauf drücke? Oh, okay. So. Einmal nach oben und gucken, wo diese 12 Millionen Sounds herkommen. Die will ich ungern entschärfen, die Sprengfalle. Oh Gott. Schnell, schnell. Warum? Achso, der ist da durchgelaufen. Boah. Hast mal alles verbraucht, was ging. So. Ich dachte, das wäre eine Sprengfalle oder so. Immer geht das Ding hoch. So. Oh, streich jetzt. Alter, diese... Die Statuen machen mir Angst. Okay, wenn ich Klacken höre, bleibe ich ab sofort immer stehen. Ich habe die Fallen noch nicht so realisiert, glaube ich gerade. Oh, Leute. Warum so ein ekliges Spiel? So, was haben wir hier? Da ist bestimmt was dran. Oh ja, eine Spritze. Die können wir auch, uns auch gleich mal reinpfeifen. Dann haben wir nämlich immer noch eine in Reserve. Und dich nehme ich nochmal. So. Was ist das? Oh, nicht das schon wieder. Oh nein, 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 nein. Scheiße! Scheiße! Hä? Mit Feuerschalz zu gehen. Oh. Voll die Gänsehaut. Richtig, ich hab voll nicht mit der alten gerechnet, ey. Oh, scheiße! Hä? Da ist das Ding. Ja. Ich will die... Die scheiß Statue. Oh, warte. Bevor ich jetzt 12 Millionen Schuss verbrauche. So. Das kriegen wir. Das kriegen wir. Oh, Alter. Dieses Vieh ist richtig gruselig. Dieser alte Mann, ich hab voll Angst vor der. Jetzt muss ich auch noch hinter der her, oder was? Are you serious? Ist das euer fucking Ernst? Oh,
dieser Ton. Der ist richtig eklig. Oh. Okay, ich weiß, wie ich sie töten kann. Und jetzt muss ich das Vieh nur noch finden. Hallo. 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 Was ist hier? Ah, da unten ist das Gleiche. Hallo. Dir vertraue ich nicht. Nein, die will ich doch nehmen. Also ich muss ja die alte auch irgendwie finden hier. Wo ist denn die? Okay, gefunden. Kommt sie? Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Komm jetzt, stopp, 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 stopp. Burn, 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 burn. Wo ist sie jetzt? Komm nochmal das Ganze. Och, ich muss ihn beide einmal locken, scheiße. Oh nein, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen. Lauf, 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 lauf. Oh, oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Oh, nein, zu spät. Alter, das Vieh. Ist so eklig. Nein, nein, nein. Renn. Nochmal das Ganze, nochmal das Ganze. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Brenn, 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 brenn. Schnell, ich brauche eine neue Fackel. Neue Fackel, neue Fackel. Lauf, 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 lauf. Okay, okay. Okay, gut, 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 gut. Wo ist sie? Oh nein, 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 nein. Oh, scheiße. Wo ist sie? Da ist sie! Brenn, 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 brenn. Okay, hoch, 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 hoch. Jetzt brennen. Ist sie tot? Ist sie tot? Nein. Wieso brennt sie nicht? Oh, komm schon. Alter.
Da jetzt hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Jetzt drück, 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 drück. Ich kann es nicht mehr drücken. Was? Fuck, wie töte ich die? Wie töte ich die? Wie töte ich die? Lol. Okay. Gut. Ich dachte, ich kann ihn nur mit Feuer bekämpfen, aber naja. Immerhin ist die jetzt tot und ich brauche keine Angst mehr haben. Oh, da, Munition. Nee, Streichhölzer. Was befindet sich hinter dieser magischen Tür? A what? Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Oh. Wo bin ich? Was ist das denn jetzt? Was in Teufels Namen? Ein Gehirn. Derartiger Scheiße drin. Och nein, oder? Oh, ist das euer Ernst? Sowas muss echt nicht sein. Oh. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Und du wirst sterben. Du wirst sterben. Entfernen, 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 entfernen. C, 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 entfernen. Ich drück wie ein bekloppter C. So, jetzt habe ich doch alle getötet, oder? Oder lebt noch einer? Wo muss ich hin? Dahin, 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 dahin. Oh, ernsthaft ist verschlossen? Oh! Und ab mit dir. So. Gut, ich würde sagen, da haben wir das Kapitel 5 überlebt. Kapitel erstmal speichern. Da überschreiben wir ganz schnell, weil da will ich nicht nochmal hin. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein gefällt mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schlechtunterhaltung und Kartoffeln.